Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Fjordur. Und ja, die Dinos, denen ist zu kalt, beziehungsweise den Eiern. Aber ich habe jetzt eh erstmal was anderes vor. Deshalb packe ich die mal an die Seite. Und zwar haben wir vor ein paar Folgen, haben wir gesehen, die neuen Vögel. Die Fjordhags. Heißen sie so ähnlich? Ich weiß nicht, wie es hundertprozentig... Auf jeden Fall haben wir die gesehen. Gar nicht so weit weg von hier. Und ich habe damals schon versucht, die zu zähmen. Warte mal, ich wollte mir Bolas mitnehmen. Ich glaub, weiß nicht, ob ich Bolas brauche. Ich glaube nicht. Ich habe ja damals schon so ein bisschen rumphilosophiert und gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die betäuben muss. Können wir ausprobieren. Ich habe Betäubungspfeile dabei. Sondern, dass ich bei denen eher das Gefühl habe, dass es würde halt Sinn machen, dass man denen irgendwie was hinschmeißt. Ne? Dass ich denen irgendwie Toten Dodo oder was auch immer. Ne? Am liebsten hätte ich ihm halt irgendwie eine Maus oder so hingeschmissen, aber das Einzige, was ich hier kenne, was in die Richtung geht, sind die Ratten und die wirken mir als Beute für die ein bisschen groß. Aber sowas in der Art habe ich ein Gefühl und ich glaube, ich nehme mir sogar direkt ein Dodo vom Strand mit. Ne? Ich habe beim letzten Mal da in der Ecke keinen Dodo gefunden. Ich konnte doch mit dem Greifen konnte man doch auch irgendwie... Genau, kleine Tiere graben. Das machen wir mal. Ich weiß nicht, ob es sowas sein muss oder ob es überhaupt so funktioniert. Auf jeden Fall will ich das unbedingt mal austesten. Das machen wir jetzt. Alter, ich habe erst gedacht, hier kannst du ja nachher mit den Raptoren nennen. Da sind ja zwei Alpha-Raptoren. Und dann kommt hier Alpha-Rex und Alpha-Kano. Das schaffe ich mit meinen Raptoren leider nicht. Wenn die jetzt so ultra krass gezüchtet werden mit so mega OP-Sätteln, dann vielleicht. Aber selbst dann würde ich das ungern machen, glaube ich. Das ist echt krass. Ein Klauvogel. Päh, niemand mag Klauvögel. So, fliege ich gerade überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Ich habe den Dodo relativ früh genommen. Ich glaube, es war ein bisschen zu früh, weil ich jetzt die ganze Zeit nur langsam fliegen kann. Und wer mich kennt, weiß, das ist die Hölle für mich. Ne? Das Gelb da hinten im Pferd. Ah, ja, auch nicht schlecht. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, die Viecher irgendwie zu zähmen. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen, die ich probieren kann. Ich schmeiß dir eine Leiche. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht... Ich glaube nicht, dass ich dran muss und E drücken. Dafür waren die zu wild unterwegs letztens. Deswegen würde ich es einfach mal so mit irgendwas hinschmeißen probieren. Und ansonsten würde ich versuchen, die zu bodlern, gucken, ob irgendwas dran steht. Betäuben. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die betäuben musst. Das machen die mittlerweile ja so selten bei den neuen Viechern. Mir eigentlich alle, oh, aus dem Meer, alle irgendwelche anderen Zähmethoden. Und was ich auch voll cool finde, oder viel cooler. So, und zack rüber. Vor allem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe ja versucht, möglichst wenig mitzukriegen, aber so ein bisschen was habe ich schon mitgekriegt. Wenn ich das richtig verstanden habe, können die Vögel dir ja irgendwie dein Loot wieder bringen, wenn du stirbst. Das ist natürlich schon sehr geil. Stimmt, hier sind auch die neuen Androsarcus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein pinkes. Die müssen wir uns auch angucken. Bei denen habe ich auch keine Ahnung, wie man die zähmt. Die würde ich jetzt tendenziell tatsächlich erstmal betäuben. Ich weiß auch nicht, ob die aggro sind oder nicht. Oh mein Gott, der Rex. Da unten. Hier waren das letzte Mal welche von den Flatterviechern. Da ist ein Alpha-Raptor, ich muss aufpassen. Meine, dass die hier waren.
Oder waren die weiter hinten Richtung der Basis von den anderen? In der großen Basis? Ich glaube, es war hier die Ecke. Und hier. Ja, wir kommen der Basis näher, man merkt's. Jetzt sehe ich keins mehr von den Viechern, die waren hier doch letztens. Ich hätte wieder nicht sagen dürfen, wo ich hin will, ne? Was ich suche. Megalocera-Sattel. Ein Pferdchen. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hier waren so viele doch beim letzten Mal. Da waren richtig viele, meine ich. Ja, wir fliegen hier nochmal die Base lang. Da sind wir nämlich das letzte Mal auch lang. Weil die Burg. Wie langsam sich das aufbaut. Ja, hier ist nichts mehr. Jetzt bin ich enttäuscht. Hier waren so viele von diesen Viechern das letzte Mal. So viele. Das kann doch nicht. Vorne rennen Oviraptoren, Alpha-Raptoren. Ich glaube auch nicht, dass der Rex die gefressen hat. Ich vermute mal, die hauen ab, wenn die einmal angeknuspert werden, oder? Da ist ein Dodo. Ich hätte meinen gar nicht mitschleppen müssen. Das sind übrigens die Honigsteinchen. Ein paar davon. Und hier sind Ölquellen. Richtig gut. Trilobiten. Mensch. Ja, ich... Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich lasse mal meinen Dodo fallen. Und wir gucken uns mal hier die Viecher an. Ich guck gleich erstmal, ob die aggro sind, ne? Das brauchte ich gar nicht lange zu gucken. Guck mal, wir versuchen es mal mit dem Kleinen. Nicht, weil er pink ist, auch wenn das witzig ist. Sondern weil wir damit dann nicht so viel verschwenden, wenn wir es einfach probieren. Die Quieken so. Ich kann ja vom Greifen ausschießen, das habe ich schon wieder vergessen. Die Eule sieht cool aus. Getroffen? Oh, der Dilo. Okay, ich kann mit dem Greifen Dilos tragen, das wusste ich noch nicht. Warte mal, was hat denn der für einen Torbauwert? Ich sehe halt nichts, ne? Okay, das ist.
irgendwie ist irgendwas mit 1000. Okay, die nehmen die los, ne? Sehr gut. Ah! Hast du es vom Flugtier aus zu schießen? Oder grundsätzlich vom Tier? Und den Nachladeback hasse ich. Ich kann gerade gar nicht schießen, weil ich den Nachladeback andauernd habe. Ich kann nicht schießen. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Greifenbug ist hier. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Och, Mensch. Ihr wisst das scheiß Vieh nicht. Jetzt habe ich schon einen Sprachfehler hier. So viel zum Thema, ich verschwende nicht so viel, wenn es nicht klappt. Oh Gott, was war das? So weit daneben geschossen habe ich noch nie. Das ist aber auch, wie gesagt, vom Flugtier aus zuschießen. Jetzt aber. Okay, der liegt. Das heißt aber noch nichts. Wie schnell, der scheint relativ schnell zu verlieren an Torpor, ne? Keine Ahnung, was so ein Viech frisst. Okay, du kannst nicht mehr das Inventar von denen öffnen. Okay, also das ist es schon mal nicht. Du musst mit denen irgendwas anderes machen. Okay, da bin ich jetzt aber überfragt. Das heißt, ich müsste denen jetzt eigentlich einen Käfig rumbauen. Jetzt habe ich natürlich das Zeug nicht mit. Einen Käfig drum bauen und dann gucken, ob ich irgendwie rankomme. Weil bei denen habe ich null Idee. So wirklich gar nicht. Was man da machen kann. Der ist hübsch. Ach, guck mal, nee, die kriegen Angst, ne? Die sind gar nicht aggro. Muss ich mich anschleichen? Brauche ich Ghillie-Rüstung? Ich brauche Ghillie-Rüstung. Ich töte den hier mal. Nicht, weil er so hässlich aussieht, sondern ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich mal einfach. Weiß nicht, will ich das einfach mal machen. Manchmal droppen Tiere irgendwas. Oder ich will auch mal wissen, was die. Alter ist. Okay, die geben mir Leder und Fleisch. Das ist. Das ist nix. Nix für das. Okay, wir werden zurückfliegen. Wir müssen uns Ghillie-Kram besorgen. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel organisches Polymer. Aber wir haben gegenüber von unserer Basis Pinguine. Und dort bekomme ich organisches Polymer. Und genau, drüben im Schnee. Und mit dem organischen Polymer kann ich mir dann Ghillie-Rüstung machen. Und dann, ja, schauen wir mal, ob wir uns dann so ein Ding mal ranschleichen können. Oder ob wir mal gucken. Ich weiß gar nicht mal, ob die Fleisch essen. Ich vermute fast, sie nicht. Ich nehme auch Gemüse mit, wenn ich dann nochmal hinfliege. Ich war ja eigentlich wegen der Fjordhags da. Aber dann machen wir halt das. Oh, hier hat jemand eine neue Basis angefangen. Wen haben wir da? Oh Gott, das ist so lustig. Ich sehe Androrians Basen immer nur beim Umziehen. Ich habe noch nie eine fertige Basis von ihm gesehen, glaube ich. Aber das ist mittlerweile schon so ein Running Gag, glaube ich. Auf jeden Fall, schön. Hallo, lieber Nachbar.
Kann man das auf die Entfernung noch sagen? Ich glaube, ne? Oh Mann. Ich find's lustig. Ah, ich glaube, ich muss nochmal landen. Ich schaff's nicht ganz bis nach Hause. Aber die kurze Verschnaufpause nutze ich dann, um mich für heute, ja, fürs Zuschauen zu bedanken. Es war mir eine Freude. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, ich danke euch für alle Interaktionen hier auf dieses Video. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich warte, bis es Tag ist, glaube ich. In der Zwischenzeit lasse ich die Dino-Eier noch mal ein bisschen runterbrüten. Und dann probieren wir das noch mal. Dann fliegen wir noch mal darüber. Schleichen uns in Gili an. Da ich die Folgen ja ein bisschen im Voraus aufnehme, gerade weil ich diese Woche jetzt, wo die Folgen kommen, relativ auf den Zeitplan habe, werde ich das hoffentlich rausgefunden haben, wenn ihr hier eventuell drunter schreibt. Trotzdem seid vorsichtig, was irgendwie Spoiler oder so angeht. Auch für andere eventuell. Wobei, wer nicht gespoilert werden will, guckt wahrscheinlich gar keine Videos dazu. Aber ja, ich hoffe, dass ich es bis dahin rausgefunden habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und sage bis morgen. Es war mir eine Freude. Ciao, ciao.